Schnauze backen, schmeißt den Ofen an und dran. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch gibt es mancher nicht eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ja, wir haben uns gedacht, alljährlich diese Weihnachtskarten oder Kundenpräsente, naja, war für uns ein bisschen langweilig dieses Jahr. Es ist auch sehr viel passiert in unserer Stadt. Und ja, meine Frau und ich haben mit der Agentur zusammen überlegt, was können wir da tun. Sicherlich nicht einfach irgendetwas passiv dabei steuern oder irgendetwas spenden, das war uns zu langweilig, machen auch schon eine Menge für die Stadt oder in unserer Stadt. Wir haben uns dann überlegt, Mensch, mit den Flüchtlingskindern gemeinsam was zu machen. Also die hier mit unglaublich viel Energie hier hingekommen sind, wahrscheinlich auch viel Energie auf ihrem Weg leider verloren haben, manche vielleicht sogar den Glauben an etwas verloren haben, da haben wir gedacht, Mensch, wir versuchen was. Wir versuchen was zusammen zu machen. Wir haben angerufen beim Neuen Lindenhof, Stadtteil e.V., sofort Zusage bekommen, Stadtwerke Remscheid Zusage bekommen, Allee Center Remscheid war sofort dabei, Bäckerei Ebertsberg dabei, der BAF war dabei, also BAF e.V. Und ja, da waren wir natürlich richtig happy, wenn man das so sieht, dass das auch tatsächlich in der Realität umgesetzt werden kann. Also, wie viele Kinder sind denn jetzt da? Circa 30. Die kommen hier aus dem Bereich Hohnsberg und Kremenhall hauptsächlich. Wir hatten an der Feiertstraße auch noch überlegt, war ein bisschen schwierig mit den Uhrzeiten, mit der OGGS. Also die haben dann auch 15:30 erst Schluss. Das muss alles organisiert werden. Das war ganz schön viel Arbeit. Ja, das ist hier, an mir unten kannst du auch. Da, ja, dann können wir das rausholen und dann holen wir das auch raus. Wenn wir die von der Seite dann wegholen, dann haben wir das auch. Das sind nicht alles Flüchtlingskinder. Das sind halt auch Kinder, die schon ganz lange hier sind, die eben nicht Flüchtlinge sind. Aber es sind, ich glaube, mindestens 10, 11 Flüchtlingskinder. Und die lernen natürlich sehr schnell in der OGS. Die gemeinsame Sprache ist Deutsch, die sie haben. Und ja, dann lernen die halt sehr schnell auch Deutsch. Ganz klar. Das finden wir toll. Aber es ist auch so, dass die Kinder innerhalb ihrer Familie auch versuchen, teilweise Deutsch zu sprechen. Manche Eltern kommen auch zu uns in den Sprachcafés und die sind sehr bemüht und versuchen sehr schnell auch Deutsch zu lernen. Peter, hier musst du noch erst einziehen. Machst du noch eins daneben? Dann kann man das besser rausholen. Ja, genau. Jetzt können wir das von der Seite aus. Ich schmecke voll. Können wir schon einen Blech wegbringen? Du willst, kannst du jetzt mal versuchen, ein bisschen den zusammenzuknieten. Wieder zusammenzukneten. Wie das so ist bei der Knete. Ne? Genau. Jetzt darfst du ihn da drauflegen. Und vorsichtig. Nimm die ganze Schaufel mit rüber. Das erste Blech ist gleich fertig. Ja, auch drauf. Ich hoffe, die in der Küche haben den Ofen schon angemacht. So? Sieht gut aus. Ah, sie drehen Film? Ja, klar. Hier unten drunter. Riecht aber auch gut. Leider geil. Schaut mal, da sind die ersten fertig. Riecht ihr das? Mhm. Ist das nicht lecker? So. Super gemacht. Wo sind denn jetzt die nächsten Kinder? Du hast schon drei.
Pass auf, du musst das sagen. Pass auf. Sollen wir nochmal einen neuen Teig machen daraus? Ja. Dann machen wir das zu schnell zusammen. Dann machen wir nochmal neu. Wo ist das Mehl? Kannst du Mehl? Kannst du das Mehl nochmal holen? Ist es gut geworden? Kalt? Super geworden. Heiß. Heiß? Warte. Nein, dann mach das. Ist er gut? Ja, ist gut. Ja, klar. Die ersten Werke drin. Oder die zweiten Werke drin. Die zweiten. Das ist jetzt anfangen. Ich hab was da.